Hallo, nun, da wir schon etwas aus der Trigonometriebereich kennen, lass uns einige Aufgaben lösen. Fangen wir also an. Das ist sehr interessant. Hier ist eine Aufgabe über eine Seefahrt. Nehmen wir an, dass ich ein Schiff habe, das vom Punkt A nach Punkt B kommen soll. Lass mich das zeichnen. Wir sollen von Punkt A nach Punkt B kommen. Lass mich ein großes Dreieck zeichnen. Es soll aber nicht zu groß sein, weil ich noch Platz für die Formel brauche. Hier ist Punkt A. Ich zeichne den lila. Und hier ist Punkt B. Das Schiff soll also von Punkt A nach Punkt B kommen. In der Aufgabe steht, dass der Abstand zwischen dem Punkt A und Punkt B 10 Kilometer beträgt. Also, das Schiff trifft die Reise an, aber aus irgendwelchem Grund, vielleicht weil der Steuermann nicht gut ist oder weil das Schiff durch eine Meeresströmung vom Kurs abgebracht wurde, ich zeichne die Richtung der Meeresströmung. Ist das Schiff vom Kurs abgewichen? Nachdem es 5 Kilometer zurückgelegt hatte, ist das Schiff vom Kurs abgewichen. Ich zeichne das blau-grün. Es legt 5 Kilometer zurück und dann wurde festgestellt, dass das Schiff vom Kurs abgewichen ist. Vielleicht indem der Kapitän ein Astrolabium verwendete. Ich glaube, man benutzt das zur Bestimmung des eigenen Standortes auf dem Meer. Stellte er fest, dass das Schiff um 50 Grad vom festgelegten Kurs abgewichen ist. Das heißt, dass zwischen dem Weg, der er nahm, und dem Weg, der er haben sollte, 15 Grad Unterschied vorlag. Hier sind 15 Grad. Und natürlich fuhr das Schiff 5 Kilometer in die falsche Richtung. Was muss also der Kapitän wissen? Ich zeichne ein kleines Schiff. Dieses Schiff ist momentan hier. Also, dieser arme Kapitän muss feststellen, wie weit es noch bis Punkt B ist. Er soll den Abstand bis zum Punkt B herausfinden. Ich wähle dazu eine schöne Farbe. Also, wie groß ist dieser Abstand? Eben hier beginnt die Trigonometrie. Wie können wir diesen Abstand berechnen? Lass uns unsere Kenntnisse auskramen. Wenn ich die Trigonometrieaufgaben löse, versuche ich das auf jede Art, bis ich die richtige Lösung finde. Mal sehen, ob wir diese Aufgabe auch so lösen können. Also, was wissen wir? Diese Seite ist 5 Kilometer, diese Seite ist 10 Kilometer, diese Winkel kennen wir auch. Lass uns die rechten Winkel zeichnen, um Winkelfunktionen benutzen zu können. Markieren wir hier einen rechten Winkel. Wie kann ich feststellen, welche Seite das ist? Ich zeichne sie mit der braunen Farbe. Wenn wir diesen Winkel ansehen, so stellen wir fest, dass das die Ankathete und die Hypotenuse sind. Welche Winkelfunktion können wir benutzen, wenn wir die Hypotenuse und einen Winkel kennen und die Ankathete ermitteln sollen? Ich schreibe Gaga Hühnerhof AG auf. Also, wir kennen die Hypotenuse und wollen die Ankathete berechnen. Wo geht es um die Ankathete und die Hypotenuse? Richtig, aha, die Ankathete durch die Hypotenuse und das steht für den Cosinus. Der Cosinus, in diesem Fall der Cosinus von 50 Grad, ist das Verhältnis der Ankathete, diese braunen Seiten, nennen wir sie x, zur Hypotenuse. Also, x durch 5. Wenn wir für x lösen, erhalten wir x ist gleich 5 mal Cosinus von 15 Grad. Vielleicht haben wir Fortschritte gemacht, vielleicht aber auch nicht. Lass uns weiter versuchen. Mal sehen, ob wir diese Seite herausfinden können. Das ist die Gegenkathete. Die Hypotenuse kennen wir. Welche Winkelfunktion kann man hier benutzen? Wo geht es um die Gegenkathete und die Hypotenuse? Die Gegenkathete durch die Hypotenuse und das steht für den Sinus. Das ist GH. Wenn wir diese Seite Y bezeichnen, so beträgt dann y, und wir machen das genau so, 5
Oh, 5 mal Sinus von 15 Grad. Ich habe einen Schritt weggelassen. Wir hätten damit anfangen können, dass Sinus 15 Grad das Verhältnis der Gegenkathete y zu Hypotenuse 5 gleich ist. Und der nächste Schritt führt uns zu diesem Ergebnis. Wir multiplizieren beide Seiten mit 5 und erhalten y. Wir kennen y und x. Wie können wir nun diese Seite berechnen? Lass mich das mit einer anderen Farbe zeichnen. In der Aufgabe steht, dass diese ganze Strecke 10 ist. Wir wissen, dass dieser kleine Teil, also x, 5 mal Cosinus von 40 Grad gleich ist. Lass uns diese Strecke z bezeichnen. Wir wissen, dass z gleich 10 minus x ist. Diese Seite ist 10, das ist x, das heißt, dass dieser Teil 10 minus x ist. Wir kennen den Wert von x. Z ist also gleich 10 minus das hier, unser x. Wir brauchen nicht einmal die Variable x zu benutzen. Wir schreiben einfach 10 minus 5 mal Cosinus 15 Grad. Also, wir kennen die Werte von z und y. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Um diese Aufgabe zu lösen, sollen wir diese gelbe Seite ermitteln. Wir können sie nach Belieben bezeichnen. Nun ist alles viel leichter. Das ist einfach der Satz des Pythagoras. y² plus z² ist gleich. Wie werden wir diese Seite bezeichnen? Mit einem beliebigen Buchstaben, sagen wir mit m. Also y² plus z² ist gleich m². Schreiben wir das auf. Ich weiß nicht, warum ich den Buchstaben m gewählt habe. Vielleicht, um euch zu verwirren. Also m² ist gleich. Was ist der Wert von y? Das ist 5 mal Sinus 15 Grad. Das heißt, 5 mal Sinus 15 Grad im Quadrat plus, was ist der Wert von z? Unser z ist hier plus, bald habe ich keinen Platz, 10 minus 5 mal Cosinus von 15 Grad im Quadrat. Falls ihr einen Taschenrechner habt, könnt ihr das ausrechnen, ohne zu vereinfachen. Ich soll das aber vereinfachen. Was werden wir erhalten? Ich werde das abgrenzen, damit alles übersichtlich bleibt. Ich brauche mehr Platz. Welche Farbe soll ich wählen? Pass auf! Das ist m Quadrat. Das heißt, dass wir danach noch die Wurzel ziehen sollen, um m zu berechnen. Und das ist gleich 25 mal Sinus Quadrat 15 Grad, weil wir Sinus 15 im Quadrat hatten. Nun sollen wir das ausklammern. Plus 100. Ich löse einfach die Klammern auf. Minus 100 mal Cosinus 15 Grad plus 25 mal Cosinus Quadrat 15 Grad. Dieser ganze Ausdruck im Quadrat ist gleich diesem im Quadrat minus das doppelte Produkt von diesen zwei Dingen. Das ist minus 100 mal Cosinus 15 Grad. Dann habe ich bloß diesen letzten Term quadriert und plus 25 mal Cosinus Quadrat 15 erhalten. Mal sehen, ob wir das weiter vereinfachen können. Wenn wir das und das nehmen, können wir das zu 25 mal Sinus Quadrat 15 Grad plus Cosinus Quadrat 15 Grad vereinfachen. Ihr könntet das einfach weglassen und den Taschenrechner benutzen. Ich will aber daran weiterarbeiten, weil ich gern möglichst viel vereinfache, bevor ich den Taschenrechner benutze. Also dieser Term plus dieser Term ist plus 100 minus 100 mal Cosinus 15 Grad. Was ist Sinus Quadrat 15 Grad plus Cosinus Quadrat 15 Grad? Das ist der Satz des Pythagoras. Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x oder Theta ist gleich 1. Dieser Ausdruck ist gleich 1. Die Zeit ist um. Bis zum nächsten Video.